Hallihallo miteinander. Ich habe ja vor einiger Zeit bei Craftelier was gekauft und jetzt möchte ich euch das doch mal zeigen. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache das erst, wenn ich anfange mit meinem Projekt. Aber da ich das nicht mache, bevor ich in Urlaub fahre, zeige ich euch das schon mal vorher. Und zwar habe ich diese wunderbaren Blöcke gekauft. Zweimal. Und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Habt ihr natürlich ja schon das ein oder andere Mal draußen gehabt. Und habt die schon, also ist ja mal Vorder- und Rückseite und ich habe sie schon so sortiert, dass Vorder- und Rückseite zu sehen ist. Also, wir fangen mal an. Und das zeige ich euch alles. Jedes einzelne Blatt, weil es so unfassbar schön ist. Guckt euch das mal an. Ich ja, bin immer noch sprachlos. Das ist wie gesagt Vorder- und Rückseite. Echt so schön. Und dann dieses hier. Ich muss ja mal ein bisschen hoch und runter machen. Genial, oder? Und dann einmal hier die Rückseite. Und dann das nächste. Ich muss es euch in aller Gemütlichkeit komplett zeigen. Das ist echt der Knaller. Wie gesagt, ich habe es bei Craftelier gekauft. Ich verlinke euch das, falls euch das irgendwie interessiert. Da ist es günstiger als bei Amazon. Und ja, kommt noch 5,95 Versand dazu. Aber wenn ihr ein paar mehr Sachen kauft, so wie ich, dann lohnt sich das. Also dieses Papier habe ich auch deswegen zweimal gekauft, weil ich, wie gesagt, ein Fotoalbum damit machen möchte. Und wenn man sich entscheiden muss, welche Seite man nimmt und aber eigentlich beide haben möchte, dann ist das echt schwierig. Das Papier ist sehr glatt. Also glatter als das Papier von Stamperia. Aber also echt der Knaller, oder? Hier sind Runen. Und schon alleine dieses Blatt, guckt euch das an. Ich meine, so ein riesiges Fotoalbum wollte ich natürlich gar nicht machen, aber wo schneidet man dieses Papier, damit es einem nicht das Herz blutet? Und eigentlich hätte ich den Block dreimal bestellen müssen. Zwei zum Benutzen und einen zum Anfassen, Streicheln und immer wieder doch. Oh, ah. Ja, ihr kennt's, ne? Ja, also, ihr seht's ja selber. Muss mal meine Bierchen hier wegmachen, die lenken sonst von dem tollen Papier ab. Also, es ist echt grandios. Also, ich bin mir sicher, dass alle, die basteln, nachvollziehen können, wenn das, also wie gesagt, ich habe das ja schon eine ganze Weile, wenn man da nicht sofort loslegen kann mit, man muss das erstmal eine Weile seinen Schatz quasi streicheln und sich darüber freuen, dass man es hat. Also ich jedenfalls. Ich habe einige Blöcke von Stamperia, die ich unbedingt kaufen musste und immer noch nicht benutzt habe, weil sie so schön sind. Aber wenn ich aus Berlin zurück bin, also Anfang November,
werde ich denn damit anfangen? Natürlich mache ich dann auch ein Video und nehme euch mit auf diese wunderbare Reise. Echt, das ist so toll. Ja, also, das ist hier nur die Rückseite. Den habe ich zweimal gekauft. Oh, sorry, jetzt habe ich mal aus Versehen die Kamera gewackelt. Das packe ich gleich ordentlich ein. Und dann geht es auch weiter. Und zwar habe ich dann noch mal diesen genommen. Da sind 10 Blätter drin. Den habe ich natürlich auch schon offen gehabt. Und ich mache immer das hier oben einmal rum, damit ich nicht aus Versehen mein Papier kaputt mache. Dass es irgendwo kleben bleibt. So. Das werde ich natürlich trotzdem auch benutzen hier vorne, ne? Da kann man so kleine Belly Buns machen. So. Einmal der goldene Schnatz. Ach, das ist zum Glück nur einseitig. Da muss man also nicht weinen. Dann hier die schönen Zauberstäbe. Und nochmal den Zeitumkehrer. Hedwig. Und den goldenen Schnatz. Also das Papier ist echt der Knaller. Entsprechender Hut. Und der Phönix. Ja, also es ist echt mega toll. Also Wahnsinn, oder? Und das ist wieder die Rückseite. Dann habe ich den für die kleinen Sachen innen noch mal den kleinen Block auch genommen. Hier sind die Blätter zweimal drin. Hier habe ich das schon vorsortiert. Also jedenfalls zweimal drin ist immer jetzt hier. Das ist die andere Seite davon. Ich wusste doch, dass ich einsortiert habe. Kann ich euch das schneller nämlich zeigen? Ein bisschen höher. Das ist hier die Rückseite und das ist die Vorderseite. Und wieder die Rückseite und die Vorderseite. Und hier wieder dasselbe. Also, ihr merkt, ich bin sehr, sehr verliebt in das Papier. Ich habe wahrscheinlich bei den Großen das andere schon vorsortiert. Hier ist es wenigstens mal ein bisschen kleiner, sodass man das komplett benutzen kann. Bei dem Großen muss ich ja echt überlegen, wo schneide ich? Benutze ich das überhaupt? Behalte ich es? Mache einen Fotorahmen, einen Bilderrahmen drumherum. Ja. Also, das ist quasi wie der große Block von den Motiven, halt nur in kleiner. Ich mache das extra nicht so schnell, damit ihr das mitgenießen könnt. Und das sind hier schon unterschiedliche. Und hier auf der Rückseite. Und dann die Die Cuts muss ich natürlich euch auch gleich noch zeigen. Ich habe zwei verschiedene gekauft.
Und die gucken wir uns auch noch mal an. Habe sie nämlich gerade gestern wieder in der Hand gehabt, als ich Besuch hatte von der Freundin zum Basteln. Da musste ihr das natürlich auch zeigen hier. Ein Stück höher und echt cool, oder? Wie kann man denn so nutzen, um was drunter zu schieben? Oder einfach zum Verschönern? Huch. Ich mal gucken, dass ich ein bisschen eine ordentliche Höhe habe, dass ihr die auch gut sehen könnt. Also wenn ich dafür ein Album mache, dann ist immer so die Frage, das kann man gar nicht weggeben, ne? Also weil der, ja, jedenfalls tue ich mich denn schwer damit, wenn ich was mache, was so besonders schön ist, hier die Zauberstäbe, dass ich das denn weggebe. Schreibt mir mal gern in die Kommentare, wie ihr das denn handhabt, wenn ihr sowas macht. Wer kriegt denn dieses wunderschöne Exemplar, der das denn Tatsache auch richtig dolle zu schätzen weiß? Wie gesagt, wenn ich aus Berlin zurück bin, dann fange ich damit an. Nicht auf Mister, das glaube ich, filtert meine Kamera auch raus. Und schon alleine hier diese Verpackung von den Die-Cuts ist ja auch schon mal schön, ne? So, jetzt zeige ich euch die und dann danach noch ganz kurz, was ich zusätzlich auch noch in dieser Bestellung hatte. Und so eine schöne Kröte. Ich bin gespannt, wie ihr die findet. Und wie gesagt, ich verlinke euch das unten in die Infobox von Craftelier. Ich kann euch das natürlich auch von Amazon verlinken. Mach euch beide Links rein, dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr bei Craftelier oder bei Amazon lieber kauft. Vielleicht habt ihr ja auch Glück und habt einen Bastelladen in der Nähe, der so eine Papiere führt. Bei uns gibt es ja sowas nicht. Egal wie weit. Das nächste wäre in Schleswig. Das ist Stamperie, Quatsch, Stamp Corner, Entschuldigung. Voll genial, oder? Guckt euch das an. Also, ich liebe das Papier und ich hoffe, dass ich im November Tatsache das dann mal benutze und das nicht nur angucke. Aber ihr könnt mich ja dran erinnern. So, und jetzt haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, was dann in meinem Paket noch mit drin war. Und zwar habe ich mir diese noch geholt. Die Distress Crayons, da habe ich ja schon welche von. Und zwar diese hier. Und da wollte ich doch mal für Halloween noch mal ein paar Farben dazu haben. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Craftelier-Haul. Der Lutscher hat es natürlich schon lange nicht geschafft. Den gebe ich ja immer entweder meinem Mann oder meinem Sohn. Ich esse den gar nicht. Nicht, weil ich
auf meine Linie achte, sondern weil ich, keine Ahnung, schon lange nicht mehr wirklich Lutscher esse. So, ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr dieses Papier findet, wie schnell ihr, wenn ihr denn so tolles Papier kauft, wie schnell benutzt ihr das? Benutzt ihr das sofort, weil ihr denkt, oh yeah, ich habe es mir geleistet, ich nutze das gleich? Oder müsst ihr eure Beute auch erstmal eine Weile bewachen, bevor ihr sie dann Tatsache nutzt? So, hier wollte ich nur meine Lampe für euch wieder verdecken. Ich packe das jetzt nicht ein. So, und bin gespannt, was ihr sagt. Ich muss mal das Papier hier noch hochnehmen, damit ihr abschließend das tolle, meine tolle Beute sehen könnt. So. Ich bin gespannt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.